Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mir zeigt die heutige Debatte eins. Was die Zukunftsgestaltung des Haushalts angeht, kann die Große Koalition leider nur das ganz, ganz kleine Karo. Wenn der Kollege Krüger müsste sich ja nicht, Zitat, auf die letzten mutigen Reformen von Schröder in der rot-grünen Zeit befinden, weil Sie sind in der Großen Koalition, Sie haben die Verantwortung, Sie könnten gestalten, und stattdessen machen Sie nur eins, Sie verwalten das Status quo. Und schlimmer noch, Sie haben noch nicht mal den Anspruch, etwas zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Und dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, könnten die Rahmenbedingungen eigentlich gar nicht besser sein als jetzt. Brummende Konjunktur, noch stabile soziale Sicherungssysteme, gute Steuereinnahmen, historisch niedrige Zinsen, das sind die Bedingungen, die eigentlich für Reformen prädestiniert sind, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und vor allem diese Bedingungen verpflichten, heute schon an morgen, ja, an den demografischen Wandel, an Entwicklung dieses Landes zu denken. Und stattdessen rechnen Sie in Nacht- und Nebelaktionen im Haushaltsausschuss sich alles so lange zurecht, bis da alles irgendwie passt, damit Sie bloß nichts anfassen müssen und keine Veränderungen herbeiführen müssen. Aber in einem irren Sie sich. Sie glauben, das sei alles auf immer und ewig festgeschrieben. Ist es aber nicht. Das ist alles sehr fragil. Sie bauen einen Haushalt und auch Ihre Konsolidierung auf Sand heraus. Sie brauchen die strukturellen Reformen. Sie müssen fähig sein, und wir Grünen machen Ihnen da ja Vorschläge, eine ehrliche Ausgabenkritik zu machen. Wir brauchen den systematischen Subventionsabbau, und wir brauchen auch die Investitionen in Infrastruktur. Und leider gehen Sie all diese Sachen nicht ein, weil Sie auch ein bisschen die Debatten in Ihren eigenen Reihen in diesen Bereichen fürchten. Da müssen Sie auch ehrlich zu sich selbst sein. Und ich will Ihnen da auch ein paar Beispiele geben. Schauen Sie sich zum Beispiel den Bereich Bildung ein. Sie haben groß rumgetönt mit 6 plus 3 Milliarden, wie viel Geld da in den Bereich investiert wird. Es gibt keine Rede, wo darüber nicht geredet wird, wie wichtig diese Investitionen sind. Und was machen Sie? Sie verschieben es. Sie verschleiern es, sie tun sich gegenseitig irgendwie da glattreden, und passieren tut erstmal nichts. Passieren tut erstmal nichts, jenseits dessen, dass wir noch mal darüber reden müssen, ob das Geld überhaupt ausreichen wird. Passieren tut verbindlich erstmal nichts. Oder, Herr Schäuble, Sie sagen, wie wichtig die F&E, Forschung und Entwicklungsmittel, in diesem Lande sind. Ja, wir stimmen Ihnen da absolut zu, wir sind da komplett bei Ihnen. Aber die Zukunft der Wissenschaftspakte in diesem Land ist komplett offen. Die Universitäten warten gerade dazu darauf, dass sie irgendwelche Antworten von Ihnen kriegen, Zusagen kriegen, etwas Planbarkeit ins System kriegen. Ihre Antwort ist da noch nicht vorhanden. Und allein das zu beschwören, bringt ja dieses Land nicht weiter. Oder BAföG-Reform. Wie viele reden nicht darüber? Es geht jetzt die zweite Generation an Studierenden an uns vorbei, die immer noch darauf wartet, dass es irgendwelche Reformen und Strukturveränderungen in diesem Bereich gibt. Von Ihnen kommt da nichts, außer Verschiebebahnhof. Und schlimmer noch. Ja, der demografische Wandel ist wahrscheinlich die größte Herausforderung überhaupt für dieses Land. Auch darin haben Sie recht. Auch darin stimmen wir zu. Aber was ist denn Ihre Antwort darauf? Sie greifen in die Sozialkassen. Sie konsolidieren Ihren Haushalt auf Kosten der Beitragsmittel und durch die Leistungen der Beitragszahler. Der Gesundheitsfonds und die Rentenkasse werden komplett leer gemacht. Die Bundesarbeitsagentur liegt schon an der kurzen Leine und könnte noch nicht mal bei der kleinsten Krise inzwischen reagieren, um den Arbeitsmarkt wieder zu stabilisieren. Und das machen Sie ohne Rücksicht auf alle Erkenntnisse, die wir haben über den demografischen Wandel und die Kosten, die auf uns noch zukommen. Eine nachhaltige Politik der Verantwortung, liebe Kolleginnen und Kollegen, das schaut anders aus. In diesem Haushalt können Sie es noch nicht darlegen. Das ist nicht überzeugend. Der nächste Haushalt kommt zugleich. Mir allein fehlt das Vertrauen in die Große Koalition, dass Sie das irgendwie hinkriegen. Nächster Redner ist der Kollege Ralf Brinkhaus, CDU/CSU.